0,8 ist nicht die Welt. Nee. Aber ist mehr, als ich sonst hatte. Du hast schon die Kiste gelootet, hab ich gesehen. Ich hab ein Lebenskristall gefunden. Echt? Alter, ja. Ich muss den Stream neu starten, du findest hier alles. Nom. Hier steht irgendwo random eine Werkbank rum. Na, da will ich nicht runter. Ja, ist jetzt der Lag immer noch da? Nee, oder Leute? Jetzt müsste doch der Lag weg sein. Ja, ja, der Lag. G-W-Q-E. Was suchen wir eigentlich, Claudio? Physik noch nicht, ich renne die ganze Zeit in die Höhle. Ich hab's drauf gefunden, das reicht mir schon mal. Ich muss zwar nie wieder nach oben wahrscheinlich. So. Bin ich aber letzten Stream auch nicht. Ah, oh, kicke mal da an, was hat man da gefunden? Ah, oh, Lebenskristall hatte ich ja noch gar nicht. Leckt es immer noch? Leute, es leckt doch gar nicht mehr, oder? Sekunde. Nö, nee, bei mir nicht. Bei mir ist alles flüssig. Bei mir nämlich auch. Siehst du? Jetzt ist alles für sie. Was ist los? Ja, ne, mir ist Angst. Ja, das ist dein Problem. Hey, Flirtmasterin. Bist du noch anwesend? Weg. Ich glaube, unsere Flirtmasterin ist abgehauen. Ach, ich soll angesprochen sein? Ja. Okay, hi, ich bin noch da. Hi. Hi. Willkommen zur Selbsthilfegruppe. Hallo, mein Name ist und ich habe ein folgendes Problem. Was haben Sie? Ich habe folgendes Problem, Schule. Warum machen Sie Schule? Ich will nicht arbeiten. Mein Name ist Janine und ich bin hier bei den anonymen Schokohol. Was? Du heißt Janine? Weil ich nicht aufhören kann, Nutella zu essen. Und Schokolade. Nicht und Schokolade mit Nutella. Und ja, sie hat ein ziemlich großes Janik, Schokolade. Mach mal, was du willst. Ich gewinne nach oben. Ne? Tschüss. Willst du mich verarschen? Rette mich vor diesen Slimes! Nein! Rette mich vor den Slimes! Rette mich vor den Slimes! Ich hab Blood Moon, ich weiß, immer so, ne? Der rette mich vor den Slimes, Claudio! Nö. Oh, du bist tot. Sagst du, siehst du doch. Kann dich nicht retten. Du stirbst einfach so. Das ist... Die Moral von der Geschichte? Ich bin fast in den Lava gefallen. Okay. Oh, Claudio nicht. Scheiß Moral. Danik, bring mal bis Neuz mit, ich hab gleich keins mehr, ich baue mich nach oben. Ich baue mich nach oben. Yo, Mai. Yo, Mai. Ah. Da kommt der Bayer. Oh, ne. Oh, ne. Und da kommt die Norddeutsch, weißt du? Und ich sitz hier als dialektfrei. Ihr seid alle dialektfrei. Dialekt. YOLO. Lasst mich in Ruhe. Ich hab keine Freunde. Ich weiß. Deswegen trete ich auf dir rum. Willkommen im sozialen Leben. Du hast keine Freunde, ich mach dir dein Leben noch schwerer. That's life, bitch. Ja, willkommen im soziales Leben. Du hast keins. Oh, schade. Ja, nimm eine andere Waffe. Ist ein lustiger Tipp, wenn ich nicht kann, weil ich keine hab. Er ist halt nicht so skilled und so. Skill und so. Guck mal, sie versucht die Gamersprache zu lernen. Nein, das war nicht das. Nein, das war kein Versuch. Das First Attempt. Das war im letzten Vokabeltest. Dieses Scheißwort, was ich irgendwie verwechselt habe. Das sind solche Wörter, wenn sie im Vokabeltest kommen, dann denkst du, oh fuck, bin ich ein Nerd. Ja, ich habe 30.000 Wörter, andere Wörter dafür gehabt und ich dachte, nein, er will ein anderes Wort, aber nein. Wieso ist das Wasser eigentlich rot? Weil Bananenbaum, jetzt rette mich vor diesen Augen. Wieso muss ich die Truhe mit der Spitzhacke abbauen? Das wurde geändert. Der Hammer ist nicht mehr so wichtig wie früher. Zum Glück. Ich merke schon, ich habe mir extra einen Hammer gebaut und er ist nichts gut. Hilfe, Claudio, Hilfe! Was tust du denn? ja, I will leave it to your business. Ersten fucking Tag Blood Moon. Kann mir das mal jemand erklären? Das ist ziemlich scheiße. Na, ich hab ein Haus gebaut, kannst gern rüberkommen. Jo, ich komm rüber, warte. Warte mal, ich muss mit der Spitzhacke alles abbauen? Fast alles. Im Hintergrund kannst du, glaube ich, mit der Spitzhacke nicht abbauen. Janine, versuchst schon wieder dein soziales Leben aufzupäppeln. Vergiss es. Ich mögen die Menschen einfach nicht. Wieso?
Wieso denkst du das? Ja, nee, kommst du rüber? Ja. Guck mal, der Zombie hat einen Wasserkopf. Das ist ein Slime. Oder ein Goldfisch. Da hinten ist ein Zombie mit einem Goldfischglas drauf. Janek, hatten wir nicht beim letzten Material auch so einen Start? Wir hatten beim letzten Material ja folgenden Start. Oh mein Gott, was macht ihr da? Ich kann euch kaum zugucken. Ihr müsst das so machen. Nein, ihr müsst das so machen. Nein, ihr macht alles falsch. Ja, so sah der Start ungefähr aus. Wie Dörper. Slimekopf. Wir sind so nützlich. Ich habe gehört, bei 100 Zuschauern zeigt Janine ihre Brüste. Nice! Warte, ich lock mich noch ein paar Mal ein. Träum weiter. Oh Gott, das wird uns jetzt so lange verfolgen. Stirb. Heißt nicht. Es gibt übrigens jetzt einen Regenschirm, wenn man den ausgerüstet hat, fällt man langsamer runter. Das ist voll cool. Wie Mary Poppins. Schengrim. Schengrim? Ja, Schengrim. Bruder vom Regenschirm. Okay. Om nom nom nom. Ach, ich sollte mal umstellen, dass ich gerade gar kein Kirby Space Program mehr spiele, ne? Terraria. Komm. Wir sollten aufhören, die ganze Zeit Dreck abzubauen, das ist irgendwie total unnütz. Ja, ich guck mal kurz nach, was ich in meinem Humble Bundle noch hab und verlose. Die Leute. Bringt einen aber weiter. Janine? Hast du noch nie RTL geguckt? Die Leute kriegen da Geld für. Auch Geld. Scheiße. Janine? Lass dir mal eine Challenge ausdenken für die letzten Spiele, die ich zu verschenken habe, für die Leute da draußen. Biggest Boobs Win. Aber bitte mit Bild. Alter, als meins. So, mal gucken, welches... Könnte wirklich passieren, ich glaube nicht, dass noch jemand anders Brust hat hier. Könnten wir eventuell das Thema wechseln? Nein. Ich mag das Thema. Ich mag das auch. Oh, ich könnte noch Mirror's Edge, Medal of Honor und Propulsion als Origin Keys verlosen. Oh, guck mal, niemand interessiert sich. Und Command & Conqueror Alert Red Ding. Oh, Moment mal, ist das mein eigener Account? The Guild, aha. Supreme Commander. Was ist denn hier noch alles zu verloren? Das ist der richtige Account. Kann das sein? Spellforce 2 klingt, als kenn ich irgendwie. Oh, ich hab noch viel mehr. Ich hab noch Dead Space 3. Dead Space, Burnout, oh Gott, ich hab noch so viele Spiele. Janine, denke mal. Wie viele Humble Bundles hast du denn nicht gekauft? Eins. Das war das Origin Bundle. Hab ich zweimal gekauft. Ah ja, stimmt, da war immer ein bisschen mehr drin. Ja, da war richtig viel drin. Da war so viel drin. Mal. Das kann jetzt gar nicht alles aus. Black Screen laggt schon wieder? Bitte nicht. Was mache ich hier eigentlich mit dem Ich weiß nicht, was du machst. Du machst meistens ziemlich Scheiße. Guck mal, was ich angestellt habe, das sieht nicht normal aus. Ich sehe nicht, was du meinst. Es ist dieser scheiß Mond mal vorbei. Janine, hast du jetzt was überlegt? Bei mir leckt. Guck mal, ich hab's wieder kaputt. Bei mir leckt überhaupt nichts, Leute. Leckt es vielleicht an euch jetzt auch? Weil jetzt gerade liegt. Vorhin hast du bei mir auch geleckt, aber jetzt leckt gerade. Sind Janiks Haare an. Janine, leckt's bei dir? Nö. Nö, hast du drauf schon? Nö. Doch. Mama, leckt es? Warte, nein. Danke. Alles im gelben Bereich. Noch im gelben? Ich schreibe die Haare ab. Janine? Was? Hast du dir jetzt was ausgedacht? Was? Wofür? Oh. Wie so ein Goldfischle. Oder so eine Fliege, die ganze Zeit wieder gegen schreibt. Wenn du so weitermachst, übertrage ich deine Cam Livestream auch noch. Ja, schade, Voll. Dass da was vorklebt. Oh, fuck. Du sollst dir was Stein abbauen, damit ich was bauen kann. Dreck. Du sollst dir was ausdenken, damit die Leute Spiel gewinnen. Ich hab mich wieder erinnert. Ah, wir haben einen neuen. Hast du dich auch wieder an das Thema erinnert, über das wir reden wollen? Ja. 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 Please, boobs. No boobs for you. Ich hab keine Fackeln. Ja. Ich brauch Fackeln, Claudio. Gib mir mal Fackeln. Willst du Fackeln? Mhm. Eine oder drei, glaube ich. Drei. So eine? Ja. Du, er fackelt nie lange. Habe keine. Oh, doch, hab eine. Ich hab keine. Hab eine. Ich gehe mit meiner Laterne. Oh, fest. Also, Leute, DJCM, whatever, hat gesagt, wenn man neu ladet, ist der Lag weg.
Neuladen. Dann ladet mal now. Janik, verbuddel dich bitte. Gib mir die fucking Fackel. Meinst du die hier? Ja, aus dem Zwillig verbuddeln. Willst du mit dem doch? Ich penetriere dich. Oh, Claudio, soll ich dir mal was richtig Sexyes zeigen? Sexiest man alive. Ich weiß nicht, wo ich das wegquetschen kann. Janik, ich will nicht deine Cam sehen und zieh die Hose wieder an. Das ist der Trash. Wo ist für die Kinder? Die Kinder. Wie zieh ich denn das an? Please. Oh! Ah, jetzt. Ich hab was gefunden. Ah, da drüben ist es dort. Okay, ich dachte da drüben. Guck mal, Claudio, hast du gesehen, was ich hab? Ja, stell dich mal bitte in die Grube. Wichser! Oh, schade. Was? Das ist aber ein Kinderbomb. Das ist irgendwie. Ich hab mir mehr erwartet. Ja, Nick, fühlt sich das gut an? Ja. Okay. Mach weiter so. Janine, hast du dir jetzt was ausgedacht? Ich glaube, du dir was aus. Ich glaube, Janine rafft das heute Abend nicht mehr. Hi! Sie ist halt nur eine Frau. Was war das gerade? Hä? Was? Hast du was gehört? Ich glaube, ich krieg gleich einen wütenden Brief. Das ist ein wütender Brief mit vielen Großbuchstaben. Ja. Ganz viele Großbuchstaben. Und viel Bold geschrieben, ne? Bold. Ich glaube, sie hat einfach die Taste da gedrückt, der Name mir nicht einfällt. Die Großschreibtaste. Wütend, genau. Spannendster Livestream EU. YOLO. Ich bin gerade überlegen, wir könnten einfach mal eine Frage nehmen. Irgendwie, weil wieder eine Frage. Sowas hatten wir zum Glück. Welches Spiel. Was ist denn das? Wie gespielt wurde oder sowas. Keine Ahnung. Welches das erste Spiel war, das in meinem Livestream gespielt wurde? Ja. Deinem Livestream? Oh Gott, das weiß ich selbst nicht mehr. So, das selber nicht? Okay, dann wirf. Dann vergesst die Frage. 942 ist nicht die Antwort auf die Frage. Die 42 ist die Antwort auf alles. Du kannst nicht sagen, sie ist nicht die Antwort auf die Frage. Okay, ich geh mal weiter. Warte. Oh, okay, Janik ist ein Hase. Der stimmt, das ist so. Ich rammel nicht so rein. Ich seh's kommen, sonst fahren wir später da runter. So. YOLO, you only live live once. Okay. YOLO, you only live online. Oh, ich liebe dieses, dass das Wasser jetzt fließt, ne? Ja, das sieht total cool aus. Das Wasser floss zwar schon früher, aber es fließt jetzt doch. Aber es ist genau wie Minecraft. Das Wasser endet einfach nie. Doch. Unendlich, Quelle ist unendlich. Doch. Nein, komm hierher. Wasser endet jetzt halt nicht mehr? Das wäre scheiße. Oh, tatsächlich. Aber wenn ich jetzt das wegbaue, dann schon. Ich werd weggeschwemmt, ah! Aber du kannst es nicht. Es füllt auch nichts mehr nach, ne? Ja gut, das sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Geht das nicht. Ist nur vom Grafischen her. Ja, das ist nur ein grafisches Element, das ist eigentlich schön. Halte der GTA für viel zu gewalttätig? Nein, GTA ist halt einfach nur ein super Spiel. Nein. War das Nein auf Nein? GTA ist kein super Spiel oder Nein, es ist nicht zu gewalttätig? Ich habe einfach Nein gesagt. Ich bin dagegen! Ja, ich bin erstmal dagegen sein. Janine, weiter jetzt sieht dich mal. Ja, danke, Janine! Denn ihr seid dafür. Weißt du, nicht singen. Wer weiß, was das für ein Lied ist? Und nein, das ist nicht die Giveaway-Frage, sonst wäre das viel zu leicht. Weil jeder mit gutem Musikgeschmack kennt dieses Lied. Komm schon, Claudia, selbst du kennst das, wenn du dich überanstrengst. Ja, ich hab dir nicht mal zugehört. Oder ich bin nur noch total sarkastisch. GTA 5 foltert die Tür. Körperstyle. Sarkastisch oder meinst du das echt? Ich hab's noch nicht gespielt, aber irgendwie hieß es da, die Message soll ganz okay sein. Danach. Autsch. Ich weiß nicht, ich hab den Multiplayer gesehen und danach war ich süchtig nach dem Spiel, ohne es zu spielen. Reicht das als Argumentation für GTA 5? Nein. Also nicht komplett. Ich will auch übrigens Star Citizen endlich haben. Da musst du noch ein bisschen warten. Ja, aber bald kommt das Dogfight-Modul und dann müssen wir spielen, Claudio. Und das wird aufgenommen, wie ich dich fertig mache. Mit deinem kleinen Schiff da. Nur weil du mehr Geld hast. Ja, Moneyboy! Ja, sowas erkennt man im Chat immer nicht, sorry.
Wieso müsste ich einen Link schicken? Hallo. Moment, hatten wir das nicht erst gestern, Janine? Was? Mit der Ironie im Chat. Ja, aber ja, das ist halt immer so ein Ding, weißt du? Ja, du hast es selbst angewendet. Nur zur Info, sie hat selbst Ironie im Chat angewendet und ich habe es nicht verstanden. Sie hat mir einen Vorwurf gemacht. Ja, sorry. Sie hasst mich innerlich. Schon immer. Ich auch innerlich. Ich will mit GTA 5 gefoltert werden. Okay. Springe ich jetzt in die Hülle rein oder nicht? Nein. Okay. Okay, Mami. Und jetzt komm nach Hause und mach dein Essen. Nein. Dann mach mein Essen. Nein. Mit GTA 5 gesteinigt werden. Oh mein Gott, Leute, ihr seid dann schon trotzdem tot, könnt nicht spielen. Ah! Ich spiel mich ja gerade selber um. YouTube Money. Ja, genau. Ich bin reich, glaube ich. Ich hab YouTube Money. Ja, wir reden weiter. Wir reden weiter, wenn es mal ausbezahlt werden würde, ne? Wenn ihr nicht YouTube Money bekommt, können wir ihn deswegen foltern, aber jetzt noch nicht. Ich bekomm schon YouTube Money. Wo bist du eigentlich? Im Arsch der Welt. Also entweder bist du schon weiter als ich oder ich bin weiter als du. Das wäre halt echt. Das sind jetzt die zwei Optionen. Ich bin im Dschungel. Ich bin im Wald. Oder so. Ja, dann lauf mal weiter, bis du im Dschungel bist. Immer nach rechts. Da war auch mein eigentliches Ziel, hier wollte ich doch hin. Was? Ich musste irgendwas auswendig können. Ich wusste, dass du sie innen auswendig kennst. Hä, wen kenne ich innen auswendig? Mich? Nein, ja. Warte, kennst du. Claudio, mein Schatzi. Was los, Schatzi? Wo ist eigentlich Jasmin? Was weiß ich? Ah ne, warte, ich weiß, wo sie ist. Ich wollte gerade sagen, wenn da weißt du. Nicht da. Bro, oh, wow. Danke, Claudio. Ja, ja. Mannige Holz mehr, beweg dich. Ich bin schon unterwegs. Ich sammle nur alles Holz unterwegs auf. Dum, 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 dum. Übrigens, so viel Haus hat's nicht gereicht. Wie jetzt? Gibt's ja auch verschiedene Holz. Oh Gott, dang it. Wie ist es eigentlich in GTA 5? Rennen die Passanten immer noch, wenn man normal auf der Straße fährt, einen ins Auto rein, weil sie Angst haben, man könnte einen überfahren? Das mache ich auch immer. Immer wenn ich über die Straße gehe, gucke ich, ob ein Auto kommt und wenn ja, dann laufe ich drauf zu. Ja, du denkst aber auch immer, du bist ein Bus. Ich bin ins Auto gelaufen, ich hätte mich überfahren können. Also bei dir ist das nicht so ungewöhnlich, Janine. Oh, guck mal, Auto. Nee, aber es war wirklich, in San Andreas war das so, dass das Spiel war so programmiert, dass die Passanten halt versuchen wegzuspringen, weil man nicht damit rechnet, dass jemand versucht, einigermaßen gescheit zu fahren. Und dann war es manchmal so, dass wenn man ein bisschen zu nah am Straßenrand war, die Passanten auf die Straße gesprungen ist, weil das Spiel gedacht hat, man fährt voll wie ein Rasanter über die Straße. Dabei ist man ganz normal gefahren, dann sind sie alle vor die Straße gefahren. Das hat mich schon in so manche Verfolgungsjagd gebracht, die ich nicht wollte. Starmade Community Server. Ja, ja, ja. Warum habt ihr nicht mal Geduld? Das ist doch was in Planung. Mir wurde schon wieder einer angeboten. Der kann gerne den Starmade Community Server aufsetzen. Wir haben noch was anderes in Planung. Das ist alles geplant. Da gibt's ganz viele tolle Dinge, die geplant sind in den kommenden Monaten. Ja, ich habe so viel geplant. Wird aber nichts umgesetzt. Also, warte, keine Sorgen. Mit dir ist nichts geplant, Claudio. Wobei, theoretisch für dich auch was Interessantes dabei ist. Ja, wer weiß, wer weiß. Claudio hat schon geplant, er war ein Unfall. Oh, Janine. Ich glaube, ich hätte dir zuhören müssen, wenn ich jetzt irgendwas verstehen soll. Ja, hättest du. Okay. Okay, Mami. Don't call it Schnitzel. Oh, wir haben mal... Janine, du erinnerst dich ja an Arian, dass der ein bisschen verrückt war, ne? Minimal. Hm. Okay, mal. Ja. Wir hatten mal in der Schule, als wir noch in einer Klasse waren, mussten wir mal einen Werbespot selber machen. Und wir hatten dabei die Zahnpasta ausgewählt. Und dann hat er so eine... Ich glaube, es war sogar die Zahnpasta von Oral-B oder so. Und als Abschlusssatz hat er gebracht, don't call it Zahnpasta. Wir haben die beste Präsentation gebracht damit. Claudio, ich lass mich zu leicht ablenken. Das wird die Ablenkung des Links. Jeder Baum muss gefällt werden.
Ich sehe gerade, wo du bist. Yannick, du solltest dich bewegen, wenn du bis Nacht hier sein willst. Bist du so weit weg? Ich muss aber Schleims töten. Relativ Gefahr. Nicht da Holz fällen, das dürfte noch relativ. Ich finde die Sprache im Gamer-Handbuch dieses Wort nicht. Die Sprache. Du musst noch ungefähr. Du bist gerade bei der Hälfte, wenn überhaupt. Ja, ich renne schon. Minimap ist scheiße. Forest, meine Abonnenten kennen das Wort Geduld nicht, das ist ziemlich traurig. Denn wir haben echt was geplant, Leute. Ihr könnt echt euch drauf freuen. Es ist echt. Also es ist wirklich was Cooles geplant, was richtig Cooles. Nur, es dauert halt noch kurz. Ich finde das so niedlich, wenn du auf einmal so dieses zu den Leuten sprechen und das ist so niedlich. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Kleine Hunde sind auch niedlich. Janik, du bist fast so niedlich wie ein kleiner Hund. Ja, danke. Aber nur fast. Du bist nah dran. So, durch die Höhle, ja, oder? Was für eine Höhle? Da war es so eine Höhle. Wahrscheinlich nicht. Nein, da gehst du nicht rein, du hüpfst drüber. Wie, Janine hat Gefühle. Nee, glaube nicht. Wie kommt er denn jetzt darauf? Ja, weil du gesagt hast, dass ich niedlich bin. Ist fast da. Ach so. Ja, du kommst jetzt immer näher, da ist er ja. Du hast ja, Teufel ist immer ein gutes Stichwort. Komm, rein, deine Boxen. Oh ja, oh ja. Gestern, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe ein Video davon gemacht. Ich hatte meine Boxen richtig aufgedreht, habe den Bass hochgedreht und habe dann meine Flasche gefilmt. Sie ist nicht nur über den Tisch gewandert, sondern es schlugen sich auch Wellen in dem Wasser. Und die waren hoch. Nanik, wieso küsst du mich eigentlich? Komm her, Baby. Okay, warte, I'm fabulous. Bestes House ever. Hey, das ist genauso wie die Kackhütte am Anfang bei Minecraft. Nur nicht so stylisch. Ja. Ja. Jetzt hat Janik einen Regenschirm. Janik, deine Frisur ist so groß, das ist der Wahnsinn. Würdest du jetzt da hinten mal die Wand ergänzen? Das wäre voll. Was willst denn du? Ich hab das ganze Holz da reingelegt, die Kiste. Was soll ich? Ein Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Denn okay. Döner macht schöner. Ich habe immer noch nicht zur Armut gegessen. Fällt mir gerade so auf. Wir machen ein Gewinnspiel, Leute. Wer es schafft, Janine am sattesten heute Abend zu kriegen, der kriegt ein Spiel. Am sattesten? Ja. Am sattesten. Ja, hat übrigens alles, Deutsch. Was heute von denen produziert wird, kommt nicht mehr rechtzeitig bei mir an. Da gibt es schon so Mittel und Wege. Denn von Bullshit werde ich nicht satt. Naja, du hast die letzten 3 Jahre mit mir auch überlebt, oder? Und hast nicht gehungert. Aber ich habe immer noch Hunger. Janine, du wolltest dir die ganze Zeit was ausdenken, hast es immer noch nicht geschafft. Ja, sorry. Was ist los mit dir? Scheint wieder so abgelenkt. Nein. Warte, wir können die Fische einfach umsiedeln, Janik. Nein! Nein, wir siedeln keine Fische um, wir töten sie alle! Die töten gerade eher dich. Weißt du, dass du den ganzen Weg wieder laufen musst? Ich schau dir mal dabei zu und lach den Schluss. Ich hab grad voll die Panikattacke mit diesen Viecher gehabt. Gerade eben du gesagt hast, dass ich ja wieder laufen muss. Wir haben übrigens gerade ein Haus in deinem Wasser. Lass mich rein! Lass mich rein! Na, jetzt haben wir Wasser im Haus! Lass mich rein! Janik, du hast es kaputt gemacht. Weißt du noch den einen Bug, wo so viele Türen kamen? Das ist der Gegenbug, jetzt verschwinden alle Türen. Das ist rechts. Mach mal bitte eine Tür. Ich bin gerade dabei. Ich werde gerade getötet. Claudio, rette mich! Doch, rette mich! Denn? Ich weiß nicht, wo der Schaden herkommt. Da ist ein Schleim in unserem Haus. Was ist kein Schleim? Da ist ein Schleim. Hau aus der Tür ab. Mein anscheinend vorhandenes Gehirn. Wer hat das gesagt? Wo ist der Schleim? Jemand, der sich ganz, ganz, ganz schlechten Namen macht. Janine, so lange bist du von unser Server ist mega asynchron. Was du so ein Sättigungsgefühl hast. Janik, der Server ist mega asynchron. Bei dir gibt's Gegner, die bei mir nicht da sind. Der ist beim ersten Hit ist er auch bei mir verschwunden. Ich glaube, du würdest dich nicht trauen, mich zu dissen, wenn du mit mir reden würdest. Oder mein Gegenüber. Ja, stimmt, sie hat ja auch Brüste. Brüste, da mobbt man nicht. Das ist nicht. Ich lasse mich jetzt nicht auf meine Oberweite reduzieren. Du bist eine Frau und im Internet. Was erwartest du?
mehr Niveau. Klar. Und morgen kommt der Weihnachtsmann. Was machst du mit der Tür, Claudio? Welche Tür? Cyber. Ja, schreib das erstmal richtig. Was? Oh mein Gott. Please, Cybermobbing. Cybermobbing. Das ist syrisches Mobbing. Ich wollte auch gerade sagen, es ist irgendwas Neues. Naja, das ist die Kreuzung zwischen Syrern und Arabern. Ach so. Was macht der Piranha auf unserem Dach? Was machst du? Ich hab die Tür zur Hälfte kaputt gemacht. Was machst du, Claudio? Wie machst du die Tür? Ich bin mir nichts. Ist bei dir auch nur eine halbe Tür da? Nein, da ist gar keine Tür mehr da. Bei mir ist da eine halbe Tür. So, jetzt lass die Tür gar nicht. Ist die Tür wieder da? Ja. Ich hab die halbe Tür aufgemacht. Ich hab die neue Tür platziert. Übrigens zu den Fisch, ich hab ihn erfolgreich umgesiedelt. Also ihm Glückwunsch. Jetzt kommen wir nicht mehr in die Höhle. Willst du hier reinkommen, Fledermaus? Warte, die kommt wirklich hier rein. Viel Spaß. Claudio! Ich bin am Lesen. Nein! Sie ist so stark! Sie ist so stark! Sie macht. Töt sie! Ich verstehe jetzt wirklich. Ich bin dein Geld. Ich hab übrigens jetzt. Ich hab die andere Tür wieder gemacht. Ich hab's gesehen. Die ganzen Fische wollen umsiedeln. Guck mal, das Wasser muss besser sein. Niveau ist ein Spiel für die Wii U. Nivea U. Yannick! Ja? Die Fische werden von dem Wasser da unten angezogen. Da kommen immer mehr Fische. Ich hab ein Kopftuch. Das macht dich nicht zum Döner. Und? Nicht komplett jedenfalls. Ich bin ein halber Döner. Eigentlich bist du immer noch schöner als Janine. I doubt that. Claudio, du musst doch zu mir stehen. Zu dir? Nö. Ich hab nie irgendwas unterzeichnet. Janek, unser Haus ist meldet. Lass mich mal da rein. Die Tür ist weg. Mal wieder. Hilfe! 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 Die Tür ist nicht weg, die Tür ist noch da. Nein, die Tür war weg. Mr. Schleim, please, would you mind to not kill me? Thanks. Die wollen umsiedeln, weil Leid im Wasser war. Alles voll mit Leittierchen. Bitte was? Das Wasser ist Leid infiziert, oje. Leid infiziert? Ja, muss ich jetzt... Warum sind wir überhaupt umgezogen, Claudio? Warum nicht? Warum? Mal Tapetenwechsel. Mal? Wir haben noch nicht mal angefangen zu spielen. Ja, siehst du mal. Lang genug. Wasser. Eieieiei. Oh. No. Tschüss. Fledermaus. Ich höre Yannick kämpfen. Nein, das ist der Guide, der stirbt. Apropos kämpfen, ich könnte mal die Ingame-Sound wieder... Oh, ich hab mit einem HP überlebt. Nicht. Macarena. Yannick? Ja? Okay, das bist du. Ich wollte gerade sagen, da hüpft ein Goblin in unserem Haus. Was? Wie rüstet das Feuer, ja? Hä? Oh mein Gott, du Noob spielst auf Softcore. Du hast deinen ganzen Scheiß noch. Ja. Auf was spielst du? Ich hab meinen ganzen Scheiß verloren. Auf was spielst du? Naja, auf Mediumcore. Noob! Brenne! Baum in eine Mine. Der arme Guide. Tschüss. Ich komm mal mit, ne? Okay, du machst die linke Seite. Nein, ich bin gerade auf Cookie-Clicker. Ja, wir werden alle zu Light. Light ist die neue Rasse. Janine wird auch zu einem Light. Nee, danke. Das ist nicht wirklich die Wahl. Man hat immer die Wahl. In diesem Falle ist halbes Leid leider kein geteiltes Leid. Ihr seid so scheiße. Zwar alle miteinander. Hey, komm, das war mein erster. Dein erstes Mal, also.
Und tat's weh? Nö. Nö. Okay. Was? Warum wollen wir alle unter die Dusche? Ich versteh's nicht. Leid ist nicht unser Gott. Oh mein Gott. Also, nein, also... Ich glaube, ich sollte definitiv... Ja, Gott der Dummheit ist okay. Damit kann ich leben. Also jetzt haben wir den Gottkönig des Felds mit Hose und den Gottkönig der Dummheit mit Leid, oder was? Herr Claudio? Ja? Na! Da! Bitte was? Er meint, glaube ich, Desinfektion. Verdammt. Scheiße. Desinfiziri. Desinfektionsmittel. Ja, ist okay. Ja, genau. Solange man versteht, was er schreibt, finde ich es okay, wenn man Schreibfehler hat. Nein. Doch. Ich bin Legastheniker, ich darf sowas sagen. Doch, ich finde es auch okay. Ich finde es nur lustig, was manchmal dabei rauskommt. Ja, ich mochte Cyber sehr. Dir ist schon klar, dass dieses Ding hier komplett unnütz ist. Nö. Weil der Weg rechts einfach wahrscheinlich sogar... Ja, natürlich, Claudio. Aber weißt du, hier kann ich einfach... Da bin ich unten. Mhm. Tell me more. Ja, natürlich, also unnütz. Halt's Maul. Du bist scheiße. Ich hasse dich. Du bist nicht mein echter Vater. Das ist auf Deutsch irgendwie lame. Du echt mal auch gar keine Ich hab deinen Ofen aufgebaut. Ich schreibe auch immer totalen Schrott, wenn ich schnell schreibe. Ja, guck meine Videos an, dann weißt du, was ich schreibe, wenn ich schnell schreibe. Oh ja, Cyber. Cyber war sexy. Ich bin auch sexy. Nein. Ich bin sexy. Gell, Janine? No. In deinen Träumen. In deinen Träumen bin ich auch. Aber nicht sexy. Das wird mir Sorgen machen, sogar... Also, beides in Kombination ist natürlich schrecklich, ist ein Albtraum, aber... Janik, in meinen Träumen... Ist ein Albtraum. Nein, bei Janine ist es eine andere Art von Traum. Ich sehe es gerade in deinem Stream, Janik, was tust du denn da unten? Laufen. Wieso baust du meine Blockade wieder ab? Ach ja, da ist ein Auge unten. Das habe ich da eingebaut. Ist bestimmt noch da, ja. Hat das Feuer eigentlich irgendeinen tieferen Sinn? Ja, du kannst daran... hast ja, genau, in meinen alten Träumen. Nein, so schlimm ist es dann auch, denn. Nee, Janine und ich sind dicke. Also, ich bin eigentlich dünn. Wie es bei dir steht, weiß ich ja nicht so genau. Ich bin dick. Ich wusste, dass diese Antwort tot. Kommt. Aber genius. I'm so fucking dead. Okay. Claudio, rette mich. Nein. Wohin geht's denn jetzt? Ich muss Cookie-Clicker spielen, hab keine Zeit, dich zu retten. Ich bin tot. Seit... Ich kann... Ich weiß nicht, ich bin... Seit ich den Unterschied zwischen Seit kenne, bin ich total pingelig, was Seit angeht. Und das ist falsch, Seit gerade. Das ist genauso wie mit dem N und dem Apostroph N und so. Das oder your und your. Ja, aber in Deutschen gibt es wenigstens kein Apostroph. Tierp! Claudio, hast du dich damit Absicht mit Dreck noch einmal eingemauert? Ja, wenn was passiert, bin ich sicher. Ja, das hat funktioniert. Allerdings hat es mir den Zugriff zu meiner Werkbank versperrt. Hallo, ich will eine Tür bauen. Ey, das ist meine Werkbank weg! Alter Claudio! Welche Werkbank? Stell die, suchst du die hier? Stell die wieder dahin. Soll ich sie da oben hinstellen? Okay. Ja. Janik, wir haben Besucher. Ja, mach sie tot. Okay, viel Spaß. Du! Jetzt habe ich die Freunde Antwort. Los.
Ein Holzschwert ist doch auch scheiße, ob es lang oder kurz. Das macht alles keinen Schaden. Es kommt nicht auf die Länge an. Es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Das sagen die Leute, die kleine. Du bist grün, halt die Schnauze. Ich bin grün und groß. Ich baue gleich Dreckwand. YOLO. Ja. Hallo Janine, bist du nicht im YOLO-Fieber? Mm-mm. Warum denn? Wenn du im YOLO-Fieber bist, muss man dich leider einschläfern. Weil YOLO-Fieber ist das ganz, ganz... Ich find's übrigens toll, dass auf Seite.de wird angezeigt, wie viele Depp du heute bist, der das von die Seite anklickt. Ich bin der 1302. Janine, hast du dir jetzt endlich ausgedacht, was die Leute machen können, um ein Spiel zu gewinnen? Leute, ich glaube, ihr gewinnt kein Spiel mehr, weil Janine ist zu faul. Warte mal. Ich hab einen Plan. Das kann ich. I have a dream that one day. Ich habe einen Traum, dass man wieder auf die Toilette gehen kann und daraus trinken kann. Keine Ahnung, wie ging das nochmal? Janine, das musst du wissen. Was? Ich habe nicht gehört. Ich habe einen Traum, dass man eines Tages wieder auf die Toilette gehen kann und daraus trinken kann oder so. Nein. Das musst du wissen. Das von den Ärzten. Das ist Friedenspanzer. Doch, das ist Friedenspanzer. Ja, Friedenspanzer. Friedenspanzer. Ah, deine Mama ist ein Panzer, okay. Leid weiß, wovon er spricht mit lang und kurz. Natürlich weiß ich, wovon ich spreche. Ja, Janine kann das bezeugen. Ich rede von meinen Haaren. Ja. I. Janik, das macht sich besser, wenn man drüber nachdenkt. Fuck, ja, du hast recht. Das hat lang gedauert bei ihm. Das hat verdammt lang gedauert. Ja, siehst du, da sind wir bei der Länge, ne? Dam, 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 fuck. Claudio. Warte, warte, warte. Meine ganzen alten Broadcasts sind weg. Ja. Meine ganzen alten Broadcasts. Meine ganzen alten Brotkästen. Ja. Doch. Janine? Ja. Willst du nicht eine Antwort? Nein. Die Leute warten, die wollen was gewinnen. Warte. Wodka. Wodka. Ich hab's. Nein. Ich hab gleich was, Fennec, ich hab gleich was. Also vielleicht. Juhu. Freu dich gefälligst. Juhu. Okay, schon besser. Ich hab 2 Iron Bars. Hi, er spielt. Er spielt. Er spielt. Achso, ich hab Eier spielen. Sekunde, Janik. Das da. Ich such was. Schnauze. Hi. Wo? Please. No. Ich glaube schon nicht, ich dachte, du magst Schläge. Mm-mm. Baby hurt me. Moa. Doch. Doch, sagte da. Irgendwie gehen meine 4 Zahlen runter. Ich glaube, wir sind qualitativ zu niedrig. Düm, düm. Dein Kanal ist schrecklich. Ich finde nicht, was ich suche. Nein, du kannst leider nicht auf den Server, der ist privat, tut mir leid. Also, du kannst versuchen, aber du kommst doppelt nicht rein. Kommst du nicht rein? Janine käme rein, aber sie hat das Spiel ja nicht. Nein, Janine kommt auch nicht rein, die ist nicht gewitelistet. Das würde ich aber fahren lassen, dass sie das wird. Wenn sie denn das Spiel hätte. Hätte, wäre, könnte. Nix passiert. LOL. Wenn ich jetzt auf meine alte Aufnahme klicken will, kommt bei mir ein Screen,
Das sieht aus wie bei Mario, da steht I'm sorry, that page is in another castle. Okay. Twitch, please. Warte mal kurz, ich schick's dir hier auch nur in die Config mit rein. Ich soll Hey Johnny sagen von Mr. Black 824. Hallo Johnny. Hey Johnny. Warum nee, warte mal, hast du kein Gewissen? Das war auch Johnny. Ja, ist egal. War denn das? Das war. Hä? Was, warum kommen Leute von RTL? Warum nicht? Wir sollen über den Begriff Sternchen, 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 Tailbar. Was war das nächste? Bei der Happy Hour kommt an. Also das sollte der erste gewesen sein. Warte mal, Yannick, ich schreibe mal kurz ein Datum. Was ist das? Kann ich das anklicken? Was ist das? Kann ich das anklicken? Super. Kann ich das essen? Nein, kannst du nicht. Sorry, der Page ist in another castle. Das wäre der erste, den ich jetzt hier so finde. Du findest was? Kannst Dinge finden? Ja. Ah, das Datum! Ja. Könnte hinkommen, ne? Aber ich das erste, was ja, ist, Alter, das ist einfacher zu finden. Du musst nur wissen, wo du suchen musst. Ich habe eine neue Einladung. Sucht. Wenn du das meinst. Hä? Sekunde. Ja, schreib's. Ach, er will über eine Cocktailbar. Sollen wir diskutieren? Ich will nicht über irgendwelche. Also ich mag Cocktails. Wobei, es kommt drauf an, welche, ne? Das war der erste. Ich glaube, Janine mag auch Cocktails, ne, Janine? Oh, ja. Mit mehr als Taylor, aber... nee, also ich bin kein, der früher war, auf jeden Fall, den ganzen Dingern bei dir hier. Okay. Bis wann machen wir? Jetzt. Bis so, jeder hat 5 Sekunden Zeit. Nee, wie viel Zeit gibst du ihnen? Okay, Janine, sag du den Zeitraum. Ist keine Zeitangabe. Den die Leute haben, um die Frage, die Claudio mir gerade geschrieben hat, zu beantworten. Die ist gar nicht mal so scheiße, ne? Nee, ist gar nicht mal so scheiße. Ich hab sie nicht. Doch, du hast sie. Naja, mehr oder weniger. Guck in den Chat unten rein. Achso, okay. Zeit dafür. Minute? Wir sind kurz, die Leute müssen ja noch suchen können, oder? Naja, suchen. Ja, okay, das weiß ja eh keiner. Eben, also das ich würde sagen. Gib mir ihn 5 Minuten. Ja, 5 Minuten. Okay, gib mir ihn 5 Minuten. Gut, dass wir sie gefragt haben. Ja, Janine, möchtest du dann wenigstens die Frage stellen? Ich betone vorher an mein Twitch-Postfach. Bitte die Antwort senden und nur einmal die Antwort senden, denn mehrmals bringt nichts. Oh, ich brauche. Janine, it's your turn. Mm-mm. Kann grad nicht. Warum? Ah, oh, es laggt wieder. Könnt ihr. Bringt neu laden, was? Probier's mal. Ich würde euch auch sehr dankbar sein, wenn ihr random Zahlen da reinschreibt. Jetzt hast du schon gesagt, das ist eine. Oh nein, es ist eine Zahl. Und es ist nicht 42, Leute. Nicht 42. Und keine random Buchstaben. Irgendwie laggt der Stream schon wieder. Ich starte ihn, glaube ich, nochmal neu. Warte mal, bei mir. Doch, ne? Ich bin so dämlich. Ich bin so, wie kann man so dämlich sein? Ja, ist okay. Hör mal, buchstabieren.